Hi Leute und willkommen zurück zu Space Engineers. Ich habe schon ein bisschen hier vorbereitet und Platin abgebaut. Ja, wir sollten jetzt genügend Platin an Bord haben und werden das Ganze jetzt mitnehmen zu unserem großen Hauptschiff. Wir sind auch relativ schwer geworden. Aber im Weltall spielt das ja nicht so eine große Rolle. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass die verschiedenen Beschleunigungen und Abbremswege nicht zu doll werden. Aber das sollte funktionieren. Hier haben wir dann genau unser Schiffchen da. So, gucken mal. Ach so, wir haben es andersrum gebaut. Wir müssen jetzt einmal drehen. Gucken, dass wir hier nichts kaputt machen. So. Na, ein bisschen weiter. So. Uiuiui, ja, das war fast schon ein bisschen schnell. So, dann gucken wir mal. Oh, ich glaube, das war falsch rum gerade. Ne, es war okay. Ein bisschen noch da lang, ein Stück zurück. Perfekt, und da sind wir dran. Dann schalten wir die Triebwerke einmal aus. Gucken uns mal großen Frachtcontainer an. Der ist da, da haben wir einen. Und packen da mal das Zeug rein, was wir brauchen. Beziehungsweise die können wir hier lassen. Eis lassen wir mal da erstmal. Platin. Wir haben sehr viel Platin. Und alles liegt da drin. Wunderbar. Dann schnappen wir uns wieder unsere Rakete. Da ist sie. Müssen uns mal hier orientieren. Da ist die Station. Wenn da die Station ist, ist in die Richtung auch unser Satellit. Ah, nicht ganz, der ist da vorne. Gucken wir mal, dass wir den erwischen. So, erstmal so ein bisschen einstellen. Dann zielen wir mal auf den Satelliten. Nehmen die Trägheitsdämpfer raus und bewegen uns in die Richtung. Genau, wir haben noch sehr, sehr viel Hydrogen an Bord. Das heißt, wir haben... Ah, nur einen Schluck trinken. Jetzt ein bisschen Stimme, ein bisschen angekratzt. Gestern unterwegs gewesen. Da kann das schon mal passieren. So. Genau, also wir begeben uns jetzt zurück zu unserem Satelliten. Den Satelliten will ich... Mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder runter zu unserer Station. Und dann schnappen wir uns dort Sachen, die wir... Also wir packen quasi so ein kleines Paket zusammen, mit dem wir dann wieder ins Weltall fliegen später und quasi unser Satelliten entweder ein bisschen umbauen oder gleich eine Station daneben bauen, wo wir zumindest auch eine Raffinerie haben, eine Stromversorgung und so ein bisschen so ein Kram, damit wir am Ende des Tages ein bisschen autarker im Weltall sind und wenn wir hier bei den Asteroiden Zeug einsammeln, das auch gleich verarbeiten können, ja, und nicht quasi immer nach unten pendeln müssen. Aber das schauen wir uns dann, wie gesagt, in Ruhe an. Ich bremse hier schon mal ein bisschen ab. So. Genau. Wir brauchen ja auf jeden Fall irgendwie noch eine Stromversorgung, die hier oben uns auch das Leben ermöglicht. Eis haben wir relativ viel. Das heißt, wir können unseren Sauerstoff erstmal über Eis erzeugen. Das ist okay. Wir müssen dann unten uns wirklich so ein bisschen Sachen zusammensammeln, die wir mitnehmen. Und am besten werde ich mir die mal aufschreiben. Ich guck mal, ob ich dazu... bin ja schlecht ausgerüstet anscheinend. Ob ich dazu einen Stift finde. Gucken wir mal. Ne, das ist keiner. Gut, dann müssen wir... Doch, hier ist ein Stift. Super. Das ist schon mal gut, weil ich muss mir unbedingt aufschreiben, was ich quasi mitnehme. Bremsen mal ein bisschen. Okay. Das ist auch nicht so praktisch. Gucken wir mal, dass wir noch... Ne, das ist auch unpraktisch. Ja, muss ich mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Aber dauert ja auch noch ein bisschen, bis wir da sind. Da habe ich also noch ein bisschen Zeit, hier in absehbarer Zeit was zu schreiben zu finden. Ansonsten
machen wir das auf dem zweiten Monitor oder so. Aber wir müssen uns unbedingt die Sachen notieren, die wir einpacken. Ja, also wir packen quasi, wir bauen, lassen uns eine Raffinerie produzieren, nehmen dann die komplette Raffinerie mit, packen die hier in die Rakete und fliegen mit der hoch, aber wir müssen ja wissen, was wir oben auch wieder an Produkten zusammensetzen. Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir ob wir einfach nur eine Raffinerie, eine Montage und ein bisschen, also so ein Ding, ja, das macht keinen Sinn. Aber wenn wir den ganzen Kleinkram mitnehmen, könnten wir ja auch quasi die Rohstoffe mitnehmen und dann die Sachen, die wir brauchen, noch im Weltall produzieren. Aber es wird auch ein bisschen zu knapp werden, glaube ich. So, gucken wir mal. Da ist unser Satellit. So, steigen hier einmal aus, schnappen uns den Flieger hier. So, einmal die kleinen Triebwerke an. Einmal P. Ups. Und einmal nach unten. Genau so. Gucken mal, wir dürften jetzt hier. Oh ne, wir haben irgendwie das Eis verloren. Müssen wir nochmal kurz gucken. Das würde ich ja schon gern hier oben lassen. Weil Eis mit runterzuschleppen macht jetzt nicht wirklich Sinn. Gucken wir mal kurz. Da ist Eis. Und hier ist es sind es die mittleren Container. Gucken wir mal, dass wir das so machen. 50, 1, 2, 3, 1000 und 50, 1000. Ah, das funktioniert doch nicht. Der zieht ihn immer gleich wieder zurück, ne? Ah, das ist ja Mist. Okay, also. Nochmal neu geplant. Kontrollfeld, Sauerstoff. Generator Rakete, den schalten wir einfach aus. Dann sollte das auch funktionieren. Eis. Mittlerer Container. 50.000. Packen hier auch nochmal 50.000 rein. So, wenn der aus ist, dann zieht er sich die Teile auch nicht. Ha, immer falsch rum hier. So, dann haben wir jetzt hier unser Raumschiff, Space One genannt, ja. Fliegen mit dem darüber zum Asteroiden. Das ist derzeit vollgepackt mit Eis. Eis können wir im Weltraum gut gebrauchen. So, und dann docken wir das Ganze mal hier auf unseren Satelliten an. Erstmal hat er damit auch eine Stabilisierung. Und wir finden beides besser wieder. So, perfekt. Na, nicht ganz perfekt. Gucken wir mal. Das Ganze so ein bisschen draufsetzen, so. Jetzt sind beide eingerastet, ne? Wir bewegen uns 0. Perfekt. Haben wir hier noch irgendwas, was wir ausschalten sollten? Eigentlich nicht. Ist ja nichts an, außer die Triebwerke. Wir haben aber dafür. Wir können ja mal kurz gucken. Batterien. Okay, die Batterien reichen relativ lange wahrscheinlich. Wir haben aber derzeit noch, also hier wäre vielleicht sogar ein Verbinder dann noch am Ende eine Lösung. Gucken mal hier rein, wie es hier mit unseren Batterien ausschaut. Kontrollfeld, da haben wir, also das ist sogar nur eine Batterie. Die wird geladen. Okay. Hoppala. So. Gut, das sollte funktionieren. Dann zurück zur Rakete, die hat das ganze Platin. Und mit der Rakete bewegen wir uns jetzt in Richtung unserer Station. Genau, einmal wollen wir nur einmal Schub geben, dann die Teile aus und den Rest lassen wir uns schweben. So, ich suche in der Zwischenzeit, wir brauchen jetzt gerade nicht so viel, mal ganz kurz hier einen schlauen Zettel. Da ist schon einer. Ja. Ja, der wäre ganz gut. Gucken wir mal. Oh, wahrscheinlich ein bisschen was Größeres. Was ist das? Vorläufig. Ja. Mann. Wenn man einen Zettel sucht, findet man so viele lustige Papiersachen. Vorläufig. Achso, das ist eine vorläufige Bahncard, wen es interessiert. Okay, das ist ein Zettel, den wir nehmen können. Gut. Dann schreibe ich mir schon mal ein bisschen mit, was wir auf jeden Fall mit nach oben nehmen wollen, müssen, sollten, wie auch immer. Oh,
Ja, super. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass die Trägheitsdämpfer nicht aus waren, deswegen haben wir uns nicht bewegt. Und so ist das, wenn man kurz nicht hinguckt, ne? Dann macht es keinen Sinn. So, jetzt aber. Trägheitsdämpfer sind aus. Richtung nach Hause. Perfekt. So, und ich schreibe kurz mal mit. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine Raffinerie. Wir brauchen eine Montageanlage. Wir brauchen, sagen wir mal, ich mache mal hier noch eins vor, 10 mal Förderbänder. Dann diese, ich schreibe mal dahinter so Schlauch oder so, wie auch immer die sind. Nehmen wir noch dreimal diese Förderbandverteiler mit quasi, Förderbänder. So, dann nehmen wir dreimal Batterien auf jeden Fall. 1, 2, 10 mal Solarzellen. Natürlich nehmen wir Stahlplatten mit, also Stahlplatten sowieso. Die braucht man immer. Machen wir mal so ein Unendlichzeichen. Unendlichzeichen Stahlplatten. So, was könnten wir denn noch gebrauchen? Wir brauchen auf jeden Fall, nehmen wir zweimal Gyroskop, einmal Cockpit. So. Dann nehmen wir noch einen einmal Sauerstoff. Generator und zweimal Sauerstofftank. Das sind die ganzen Sachen, die wir produzieren müssen. Was mir jetzt erstmal so auf die Schnelle eingefallen ist. Und meine Liste ist schon ganz schön lang geworden. Eieiei. Da werden wir eine ganze Zeit dran zu tun haben, wenn wir die unten die Sachen vorbereiten wollen. Das ist natürlich nicht ganz so. Naja. Mal kurz gucken. Gucken, ob ich das hier ein bisschen ausgleichen kann mit unseren Thrustern. Dass wir da Richtung Station runterkommen. So, sollte passen. Tja, oh Gott. Also da werden wir. Also Eisen haben wir, glaube ich, beim letzten Mal geholt. Aber uns werden bestimmt ein paar andere Sachen ausgehen, die wir uns noch besorgen müssen. Und ich brauche ja mindestens 6 mal. Triebwerke, Weltraumtriebwerke nenne ich die mal. Weltraumtriebwerke, die hätte ich was vergessen. Besser ist eigentlich sogar 12 mal. 12 mal. Dann können wir auf jeder Seite 2 bauen, ne? Das ist wie ein Würfel, ne? Es gibt quasi 6 verschiedene Richtungen. Oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Und wenn wir 6 Triebwerke haben, können wir auf jeden Fall in alle Richtungen steuern und auch in alle Richtungen bremsen. Wenn wir 12 haben, haben wir einfach in alle Seiten, auf allen Seiten 2 davon. Und meine Überlegung ist gerade, wir wollen ja erstmal eine Station bauen, dass die auf jeden Fall auf der Stelle stehen kann, brauchst du auf jeden Fall Düsen, Triebwerke dort. Und am besten gleich diese Weltraumtriebwerke. Die werde ich dann entsprechend bauen. Genauso wie unsere Rakete hier Weltraumtriebwerke kriegen wird. Denn wir wollen ja im Weltraum nicht immer mit den mit dem Hydrogen durch die Gegend düsen. Das macht nicht so viel Sinn. Und ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht den untersten Hydrogentank einfach noch wegnehmen. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Der ist ein bisschen, steht auf ein bisschen stark. Also ein bisschen viel für die Rakete, glaube ich. Also ein bisschen viel Hydrogen, was wir mit uns rumschleppen. Es würde vielleicht reichen, wenn wir den, wegnehmen. Dann ist die Rakete auch nicht ganz so groß, lässt sich ein bisschen besser steuern. Also viele Möglichkeiten, die sich dann da eröffnen. Ich schalte mal unsere Asteroiden-Kennzeichnung aus. Die brauchen wir jetzt nämlich erstmal nicht mehr, wenn wir auf dem Boden sind. Und wenn man jetzt nämlich nach hinten guckt, sieht man dann nur noch unsere Sat-1-Antenne. Ja, wenn das mit der Antenne am Ende auch... Ach ja, seht ihr mal. Einmal noch auf unsere Liste. Antenne. Und notfalls nochmal einmal Reaktor. Super. Genau, so der Plan. Wobei ich eigentlich gerade stehen geblieben. Irgendwas wollte ich, anders wollte ich doch eigentlich sagen. Weiß ich nicht mehr.
Egal. So, wir richten mal unsere Rakete gleich ein bisschen anders aus. So, dass sie quasi nach unten zeigt. Können wir nämlich am Ende besser bremsen. Wir sind jetzt wie viel weg? 8 Kilometer. Haben wir also noch ein bisschen Puffer. Gucken mal. Okay, so würde er noch bremsen. Müssen wir aber noch nicht. Wir kommen da auch ganz gut runter, wenn ich das richtig sehe. Bringen, wie gesagt, Platin mit für die Triebwerke. Die Triebwerke in die Richtung. Okay, das passt alles. Wir müssten mal schauen, wie wir die Triebwerke nach unten dann anbringen und wo vor allen Dingen. Nach oben haben wir da noch eine Möglichkeit. Okay. Also als erstes werden wir mal unsere Rakete ein bisschen umbauen. So, jetzt müssen wir mal langsam mal bremsen hier, ne? So. Bremst ganz schön langsam. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Machen wir das Ganze mal anders. So. Okay. Alles klar. So, jetzt ziehen wir uns hier mal ein bisschen... Oh Gott. Verbraucht jetzt natürlich weitaus mehr Treibstoff, die Rakete so runterzusetzen. Aber wir haben ja noch genügend Treibstoff. Aber die bremst halt auch unglaublich gut so. Mal ein bisschen gucken. Da ist unsere Station. Sieht doch alles ganz gut aus. So, dann sind wir wieder zurück. So, drehen das Ganze mal. Mal gucken, dass wir hier nicht zu doll irgendwo anstoßen. Gucken wir auf unseren Horizont. Okay. War doch schon eigentlich ganz gut. Ein Stück hoch, wenn ich das richtig sehe. Ein Stück nach hinten. Sind doch da eigentlich schon dran, oder? Gucken. So. So, Connectors sind dran. Triebwerke können wir dann ausschalten. Sekunde. Ja. Okay. Perfekt. Zurück zu Hause. Was wir noch nicht haben, ist eine Rückbringung von den Sachen, die wir hier drinnen gelagert haben. Das müssen wir gleich noch bauen. Machen wir auch. Und ich will hier unten diesen Tank einmal markieren. Tank, Hydrogentank 1. Den nenne ich jetzt mal leer. Ups, ich habe hier irgendwo Caps Lock aktiviert. Leer. Wenn der ist der, den wir leeren wollen. Das heißt, die anderen beiden Tanks, die kann ich nur über oben bedienen, oder ja, ich kann sie auch über hier bedienen. Die anderen beiden Tanks, Hydrogentank, den stellen wir quasi auf Vorrat. Und den stellen wir auch auf Vorrat. Und dann sollte der unten nämlich geleert werden. Okay, der ist leer. Super. Das heißt, wir können den später unten abreißen. Und hier entsprechend unsere Sachen umbauen. Okay, dann müssten wir halt nur gucken. Okay, das kommt ja wieder genau daran. Ja, machen wir das gleich. Vielleicht machen wir das gleich. Wenn wir den abreißen dürfte, es dürfte ja eigentlich nichts passieren, oder? Wir probieren es aus. Genau. Naja, nicht so viel, da fällt ein bisschen was runter, okay. Das Zeug, was wir jetzt hier gerade hatten, bringen wir erstmal zurück. So. Stellen es hier auf Demontieren. Was ist denn das eigentlich? Produktionsschleife. Ups. Gut, okay, passt. Packen hier mal 100 von den Sachen rein.
zurück zur Rakete. Das ist jetzt nämlich hier unten angedockt. Und jetzt nehmen wir uns den Large Hydrogen Thruster. Oh, wir haben da ein paar Sachen verloren. Egal, Large Hydrogen Thruster. Achso, den haben wir hier unten sogar drinne. Der kommt dann dahin. Hier oben lag noch irgendwas drauf, ne? Ja. Oh, da auch. So, und versetzen quasi. Oh, hier ist irgendwas runtergefallen. Wo ist es denn hin? Da liegt was, ne? Ja. Versetzen ist quasi einfach ein Stück. Müssen wir am Ende das auch wieder versetzen? Oh. Ja, aber es macht schon Sinn. So, wir bringen hier einmal die Sachen, die wir nicht brauchen, zurück. Die nämlich. Gehen auf Demontieren. Ups, und bauen hier drüben einmal um. So, und zwar... So. So, dann haben wir hier eins... 2. Na, 3. Super. Und auf der anderen Seite auch. Das ging ja doch schneller als erwartet. Das ist ja ganz angenehm. So. Super. Dann können wir hier unten ein Fahrwerk mitnehmen. Fahrwerk. Gucken wir mal. So. Wie rum ist es jetzt? So rum. Okay. Schrauben das Fahrwerk hier wieder an. Und dann haben wir nämlich auch, dann ist die Rakete auch gleich ein bisschen effektiver. Bisschen besser zu steuern, hoffentlich. Bisschen kleiner, damit auch von der Übersichtlichkeit und vom Andocken besser. Und hat immer noch genügend Hydrogen. Super. Genau. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, um 3 versetzt. Richtig? Dann müssen wir uns hier mal kurz markieren. 1, also der kommt 1, 2, 3 da dann hin. Nur als Markierung. Hier kommt dann der neue Stutzen hin. Okay, jetzt müssen wir einmal noch unser Triebwerk hier entsprechend. Large. Genau, den hier. Wir benennen es erstmal um. Kontrollfeld. Large. Large Hydrogen Thruster, genau. Wir haben jetzt hier die Triebwerke unserer Rakete. Da muss der... Also, genau, den schalten wir erstmal aus. Wir haben die Triebwerke unserer Rakete. Wir müssen jetzt hier den Large Thruster wieder mit reinsetzen. Genau. Und müssen dann in den Gruppen den Thruster hier wieder auf Schub erhöhen, Schub verringern. Genau, der ist an. Die Tanks sollten ja jetzt noch auf den beiden anderen Tanks stehen. Gucken wir mal. Triebwerke, Tanks, Rakete, da sind sie. Und die stehen auf Vorrat. Okay. Gucken wir uns das kurz mal an. Hydro... Gentanks. Das wäre hier der 1 und der 2. Die sind ganz gut gefüllt. Die anderen drüben sind leer natürlich. Okay. Passt. Gut, dann könnten wir jetzt unsere Rakete entweder absetzen, aber ich muss das ja hier noch, eine Verbindung herstellen. Und dazu brauchen wir von diesen Verbinderteilen was. Erstmal gehe hier hin, schmeiß mal ein paar Sachen raus. Also erstmal Hydrogenbottle, Sauerstoffflasche, Sauerstoffflasche, Sauerstoffflasche. Haben wir 3 Hydrogen, die schmeißen wir raus. Okay. Wir produzieren jetzt von diesen Teilen auf jeden Fall. Ne, wir müssen sie ja montieren. Ja, so rum. 1, 2, 20 Stück. Wir müssen da eine Verbindung herstellen.
Ich möchte aber auch. Wir nehmen die mal nochmal mit. Ich möchte aber auch jetzt unsere Hydrogenteile mal aufladen. Mal gucken, kommen wir hier irgendwo ran? Nee, da nicht. Okay. Hier vielleicht, ne? So. Hydrogentank. Gucken wir mal. Hydrogentank. Flaschen auffüllen soll er. Gucken mal, ob der jetzt. Hydrogentank. Der füllt nicht auf, der Hydrogentank hier, der 1. Das ist ja Mist. Habe ich den falschen angeklickt? Ne, die anderen stehen ja auf Auffüllen. Ist schon okay. Muss ich wahrscheinlich Vorrat füllen, ausschalten. Okay, jetzt erstmal alles wieder voll. Das ist natürlich nicht so praktisch. Müssen wir vielleicht zwischendurch einfach Eis holen. Gucken wir mal. Genau, die Produktion geht darüber, okay. Wir haben jetzt hier ein bisschen Hydrogen. Wir müssen unseren Hydrogentank auf Füllen stellen. Hydrogen. Okay, der eine ist jetzt voll, der andere ist irgendwie bei 61, ja von mir aus. Und die drüben in der Station sind logischerweise leer. Okay, passt. Wir könnten jetzt unsere Rakete einmal anschalten, einmal den Verbinder trennen. Ui. Was war das denn jetzt? Ach so, weil die Tanks. Wir haben wieder vergessen, die Tanks umzustellen. Ja, super. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber es dürfte nichts passiert sein. Die Rakete ist einfach nur ein paar Zentimeter, also diese drei Einheiten runtergefallen. Ist alles nicht so schlimm. Okay. Und hier kommt der dahin? Das sieht ja komisch aus. Mal kurz gucken. Eigentlich sollte der eins da drüber sitzen, oder? Ja. Hier schnappen wir uns jetzt mal den Verbinder. Gut, legen uns das hier mal hin, die Sachen und der Verbinder und bauen das hier quasi einmal um. Eins und Verbinder. So. Dann können wir den Kram da oben abreißen. So, und setzen das hier wieder ran. Nee. Nee, ist auch nicht richtig. Wo ist er? Hier. Eins. Zwei. Und dazwischen. So. Genau. Und jetzt machen wir es nochmal richtig mit der Rakete. Also, erstmal die Tanks umschalten. Nicht mehr auf Laden. Den machen wir an. Die 7, die Triebwerke an. Und dann unten einmal abdocken. Und dort ransetzen. Okay, passt. Dann können wir jetzt die Triebwerke ausmachen. Tank wieder auf Anstellen. Okay, super. Und unsere Rakete ist quasi einfach mal ein bisschen kleiner geworden. Super. Passt aber. So, hier drüben, da braucht man dann einen von denen noch. Fällt mir gerade auf. Müssen wir mal gucken. Hier fehlt uns jetzt irgendwie Eisen. Heieiei. So, ich muss mal gucken, was braucht man denn für so ein Förderband hier? Die Teile, die Teile, die Teile. Das heißt, wir könnten das eigentlich trotzdem bauen, wenn wir das mitnehmen. Bei uns fehlt tatsächlich Eisen, ja? Was das ja Mist. Gut. Und wir schauen jetzt mal kurz, wie wir... Wir müssen am Ende eigentlich hier oben ran. Das heißt, wir könnten... Das ist ja der Hydrogenstutzen.
Weiß halt nicht, ob die durch die Hydrogentanks durchreichen, sonst könnte man es einfach hier raufsetzen. Und quasi den so machen. Ups. Wenn man den jetzt hier rüber setzt, der würde dann da... Das könnte funktionieren. Wir probieren es aus. Ne? Probieren und studieren und so, ihr wisst ja. So. Würde aber sagen, wir machen das einfach in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen mit diesem schönen Blick hier über unsere Station. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.